John, du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Ich traue meinen Augen nicht. Sie sind es. Sie sind der Auserwählte. Sie, John Sinclair, sind der Sohn des Lichts. Woher kennen Sie meinen Namen? Es ist keine Zeit für Erklärungen. Bitte, nehmen Sie dieses Kreuz. Danke. Ich habe zu viele Sünden begangen, um sowas zu tragen. Es hat magische Kräfte. Magische Kräfte? Sie werden es noch mit eigenen Augen sehen. Nur nehmen Sie es. Ich höre Ihre Schritte. Rennen Sie! Schnell! Da ist sie. Schnapp sie dir. Verdammt, diese Schlampe hat das Kreuz nicht bei sich. Oh nein, der Boss wird uns killen. Bitte, Mr. Grenader, lassen Sie mich gehen. Ich mach auch alles, was Sie wollen. Schnauze, ich versuche mich hier zu konzentrieren. Gleich wirst du sowieso alles für mich tun. Und zwar als willenloser Zombie. Hilfe! Keiner hört dich schreien. Padahungunga kadarumba kanko! Muss gehorchen! Es hat geklappt! Das Studieren der alten Zaubersprüche und Reden hat sich gelohnt. Endlich beherrsche ich den Voodoo-Zauber. Jetzt kann mich keiner mehr aufhalten. Außer diese Zigeunerin mit ihrem Kreuz. Ed, Brad, gib mir das Kreuz, damit ich es für immer zerstören kann. Die Zigeunerin ist tot. Nur sie hatte das Kreuz nicht dabei. Ihr hirnlosen Schwachköpfe. Das heißt, ein anderer hat's. Und dieser jemand muss ziemlich mächtig sein. Genug davon. Bring mir den Taxifahrer. Mac! Mac, ich möchte, dass du meinen kleinen Freund hier zum East End bringst. Somit kann er noch mehr Opfer infizieren. Das mache ich nicht mehr mit. Was hast du da gerade gesagt? Das ist Wahnsinn. Es ist zu spät, um auszusteigen. Es ist nie zu spät. Ed, Fred, schnappt ihn euch! Lass sie nicht entkommen! Hast du ihn? Er ist aus dem Fenster gesprungen, Boss. Du nichtsnutziger Haufen Scheiße hast ihn entkommen lassen. Das wird er büßen. Das wird dieser kleine Verräter mir büßen. Einen Moment bitte. Eine Natascha ist für Sie am Telefon. Mrs. Sinclair ist momentan nicht im Hause. Rufen Sie später noch einmal an. Guten Abend, Mr. Sinclair. Hallo Zuko. Hast du irgendwelche Nachrichten für mich? Nur das Übliche, lauter Weibel. Ah ja. Erwartest du Besuch? Nein, Sir. Wer mag das wohl sein? Ja? John Sinclair? Höchstpersönlich. Mein Name ist Mac. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Aber nicht mit zu so später Stunde. Ich habe Feierabend. Zombies! Was? Ich bin gerade noch davongekommen. Das glauben Sie doch selbst nicht. Man hat sie mit dem Voodoo-Zauber manipuliert. Pah! Sie müssen mir glauben. Hören Sie, ich hatte einen langen Tag. Bitte, Mr. Sinclair! Am besten, Sie holen sich erstmal eine Mütze Schlaf. Das werden Sie bereuen! Gute Nacht! Was war denn das für ein Vogel? Ich als Sekretär habe schon viele solche Spinner erlebt. Feierabend. Ich bin hundsmüde. Gehen Sie nach Hause, Zuko. Danke, Mr. Sinclair.
Guten Morgen, Mr. Sinclair. Hallo, Zuko. Haben Sie die Zeitung von heute Morgen besorgt? Natürlich, Sir. Oh mein Gott. Sieh dir das an. Voodoo-Mord. Der Mann, der gestern da war, wurde ermordet. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich hätte es verhindern können. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Es ist meine Pflicht, der Sache nachzugehen. Ich werde die Voodoo-Mörder finden. Viel Glück, Mr. Sinclair. Lexikon über Tiere jeglicher Art. Vom Puskelschwein bis zum Teppichchamäleon. Die London Times. Das Opfer ist McJohnson, der Taxifahrer. Er wurde auf grausamste Weise getötet. Die Täter wurden noch nicht identifiziert. Der Rest besteht aus Sex, Skandalen und Sportergebnissen. Zutiefst künstlerisch. Nö. Briefbeschwerer. Zuko benutzt ihn gerade nicht. Ich glaube, den kann ich mir ausleihen. Hast du eine Minute? Natürlich, Sir. Was weißt du über Voodoo? Ich wusste nicht viel darüber, bis ich nachfragte. Jetzt weiß ich, da gibt es diesen Laden und dieses Museum. Das sind merkwürdige Leute. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie besuchen. Was kannst du mir über die Voodoo-Mörder sagen? Nur das, was ich in der Zeitung gelesen habe. Ihr Opfer war McJohnson, der Taxifahrer, der gestern hier war. Was hältst du von London? Ich bin erst 2 Monate hier, aber ich liebe es. Hier ist es viel lebendiger als an den Orten, an denen ich zuvor war. Was machst du nach der Arbeit? Entweder ich gehe zum Malkurs oder zu Kung Fu. Hast du irgendwelche Nachrichten für mich? Jacqueline hat angerufen und Julia hat ihn eine Nachricht hinterlassen. Ah ja. Wie alt bist du? Ich bin 25. Bis später, Zuko. Das war mich später. Ich weiß nicht, was... Ich krame in meiner alten Kiste herum. Finde aber nichts... Ich
nicht lasse, dann... Ich bräuchte... Die interessiert... Da, wo sie... Ich gebe mein... Das Radio ist fest in der Wand versch... Ich muss jetzt niemand. Natascha hat wohl gestern ihre Haarnadel vergessen. Das war eine Nacht. Geile Band. Das ist Bibo der Wunderbär. Nein. Meine Klamotten sehen alle gleich aus. Danke. Danke. Ich bin bald wieder da. Viel Glück, Mr. Sinclair. Ein Straßentrommler. Denke, er will sich ein bisschen Geld verdienen. Hallo, schauen Sie sich alles an, was Sie wollen. Danke. Igitt. Die Trommel wurde aus einem durchgehenden Holzstück gefertigt. Man hat sie mit Ziegenhaut bespannt. Der Fuß ist mit irgendwelchen komischen Schnitzereien versehen. Ich habe keinen Rhythmus im Blut. Ich habe erst gedacht, das ist ein Modell. Aber jetzt, wo ich so von der Nähe... Ein kopfloses... Eine afrikanische... Sie bleckt die Zunge. Ein Dolch mit einer Gew... Das ist eine Anbindung, ob da was. Sieht aus wie ein Miniaturholzboot. Ein afrikanischer. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich werde Ihnen nicht viel sagen können. Sie sollten mit Dr. Bruckner, dem Besitzer, reden. Er kommt erst morgen wieder. Danke für die Information. Ich hatte schon immer Angst vor Schlangen. Ich glaube, das ist ein Weibchen. Die sind größer. Und giftige. Er ist in seinem Trommelspiel vertieft. Da. Hallo, Mr. Sinclair. Hast du eine Minute? Was machst du nach der Arbeit? Entweder. Bis spät. Kreuz gab mir diese alte Zigeunerin. Sie meinte, es besäße magische Kräfte. Ob da was dran ist? So gibt die Nadel einen prima Dietrich ab. Meine Taschenlampe. London Times, 18. Mai 1994. Die Titelseite handelt von den Voodoo-Mördern. Gestern, am 17. Mai, wurde Mac Johnson in der Wigmore Street 16 ermordet. Detective Golding, der die Ermittlungen führt, meint, London ist nicht in Gefahr. Die Täter seien keine Serienmörder. Der Voodoo sei bloß eine Verängstigungstaktik. Und die Verbrecher wären keine echten Fachleute. Ah, das ist ja mein Tageshoroskop. Sie sollten ihre Sinne immer gut beieinander haben. Nicht leichtsinnig werden, egal was passiert.
Passen Sie auf, dass Sie nicht in irgendwas reingezogen werden. Was soll ich sagen? Er ist grau, hart und schwer. Meine Taschenlampe. In den Batterien ist noch Saft. Nein. Das geht. Dieses Kreuz gab mir. Sie meinte es besetzt. Eine metallene Statue, die aussieht wie eine aufgewickelte Schlange. Ich bin bald wieder. Viel Glück! Hier war wohl schon jemand vor mir da. Oh mein Gott. Das ist ja noch ein bisschen Blut von Mac. Es stimmt also wirklich. Mac wurde hier ermordet. Da liegt eine Geldbörse auf dem Boden. Die ist wohl jemandem aus der Tasche gefallen. Ich hebe die ledrige Geldbörse auf. Eine massive Holztür. Ich sehe nirgends einen Griff. Ich kann sie nicht öffnen. Meine Hände greifen in die Brieftasche. Ein Ausweis! Ich durchsuche die Brieftasche nochmal genauer und finde einen druckfrischen Dollarschein. Mehr ist da nicht. Der Besitzer ist ein gewisser Detective Charles Morrison. Ich sollte vielleicht mal bei der Polizei vorbeischauen. Nur Bares ist Wahres. So gibt die Nacht. Guten Tag, Sir. Haben Sie einen Moment Zeit? Was kann ich für Sie tun? Ist Detective Morrison hier? Detective Morrison? Nein. Er fängt erst heute bei uns an. Ich habe ihn noch nie gesehen. Kann ich Detective Golding sprechen? Er ist gerade außer Haus. Schade. Wo ist Golding? Er ist bei einer wichtigen Pressekonferenz. Wann kommt der Detective? Bei ihm weiß man das nie so genau. Gefällt Ihnen dann? Wenn man von den stinkenden Gast... Wie weit sind Sie mit... Tut mir leid. Was wissen Sie... Ich? Ich kann die Informationen an Detectives weitergeben. Drücken Sie ein Auge zu. Sehen Sie, viele Leute interessieren sich für diese Morde. Aber deswegen bleibt die Sache trotzdem in der Hand der Polizei. Halten Sie sich raus. Hören Sie, mein Name ist Sinclair. John Sinclair. Ich bin Geisterjäger. Ich bin auch an dem Fall mit Johnson. Das ist ja alles schön und gut, Mr. Sinclair. Aber wir brauchen hier keine. Erzählen Sie, ich bin Bing? Ja. Haben Sie ein Problem, da kann es weh. Kommen Sie schon, ich sagte nein. Sie sind ganz schön hartnäckig. Ja, das gehört zu meinem Beruf. Danke für... War mir ein Fick. Ich muss irgendwie an Informationen über die Ermittlungen kommen. Aber zu denen haben nur Detectives Zutritt. Verdammt! Ich habe das Foto vergessen. So wird er mir nie abkaufen, dass ich der Typ auf dem Ausweis bin. Die meistgesuchtesten Verbrecher Amerikas, darunter Ted Bundy, Charles Manson und John Wayne Gacy, der Killerclown. Denen will ich nicht in einer dunklen Gasse begegnen. Ich glaube, dass... Beim ersten Hinsehen denke ich, die Pflanze hat eine frische Farbe. Doch dann erkenne ich, dass sie nur... Es ist eine...
Ich bin wieder da. Hallo, Mr. Auf dem Foto ist meine Großmutter immer am Mann. Das bin ich auch. Das hält nicht. Das wird nicht funktionieren. Nein, nein. Kein. Nein. Das geht. Warum sehe ich nur so fett? Da, wo sie steht, ist... Das geht. Du hast mich schon, du glücklich. Du hast... Ich muss jetzt niemanden... Das ist das... Meine Freddy Krüger Figur. Ich liebe die Nightmare on Elm Street. Das sind gute... Mein alter Teddy, Poster, Bücher. Ein Baseballschläger, ein abgenuckelter Lutscher, Vampirzähne. Aber nichts, was ich brauchen könnte. Das hast... Das Dick... Was ist orange? Meine Decke! Was ist orange, flauschig und nicht zusammengelegt? Meine Decke! Danke, was? Der Vorhang bietet... Sinclair. Streiche die Rückseite des Fotos. Das ist Zuckers Schnitt. Auf dem. Tada! Jetzt bin ich Detective Charles Morrison. Täuschend echt. Tada! Bald wieder da. Viel Glück, Mr. Sinclair. Showtime. Guten Tag, Officer. Morrison, mein Name. Oh, Detective Morrison. Schön, dass Sie da sind. Ich würde gerne wissen, wie weit Sie mit den Ermittlungen des Voodoo-Mordes sind. Natürlich, Sir. Also. Diese scheiß Reporter. Hallo, Detective Golding. Stellen sinnlose Fragen zu sinnlosen Themen. Ich war gerade dabei, Detective Morrison hier von unseren Untersuchungen zu berichten. Detective Morrison? Nur, dass Sie endlich da sind, Detective. Wir brauchen Sie hier. Sie kaufen es mir ab. Ich gebe mein Bestes, Sir. Also, wie ist der Stand der Dinge? Das erkläre ich Ihnen in aller Ruhe. Lassen Sie uns in mein Büro gehen.